Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021, das Haushaltsgesetz 2021, Drucksache 20-4935, neu zu Drucksache 20-4214, zu Drucksache 20-3978. Berichterstatter ist der Abgeordnete Wolfgang Decker, SPD. Mit aufgerufen wird Tagesordnungspunkt 11, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, Drucksache 20-4938, zu Drucksache 20-4204. Berichterstatter ist auch hier der Abgeordnete Wolfgang Decker, SPD. Und mit aufgerufen wird der Tagesordnungspunkt 78, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2020 bis 2024, Drucksache 20-4936, zu Drucksache 20-3993. Berichterstatter ist ebenfalls der Abgeordnete Wolfgang Decker, SPD, der schon an das Rednerpult geeilt ist und dem ich nun jetzt auch für die Berichterstattung das Wort erteilen darf. Frau Präsidentin, da braucht man ja fast ein großes Glas Wasser. Ich habe jetzt überlegt, ob ich alle 25 Seiten vortrage, aber ich mache es nicht. Das mache ich mit Rücksicht auf Sie, so gerne ich hier vorne stehe und so gerne ich Sie auch sehen mag. Ich versuche das jetzt kurz zu machen. Zunächst Beschlussempfehlung und zweiter Bericht des Haushaltsausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung, Haushaltsgesetz 2021. Die Drucksachennummer sind Ihnen gerade bekannt gegeben worden. Und es gibt hierzu eine Reihe von Änderungsanträgen, die im Tenor vorgesehen sind. Die erspare ich Ihnen auch. Ich lese Ihnen nur noch die Beschlussempfehlung vor. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrages, mein lieber Jürgen Ostert, der ist Landtagself, der weiß, was dem Coach gut tut. Danke. des Änderungsantrags der Fraktion CDU Bündnis 90 Die Grünen, das ist die Drucksache, die eben vorlesen worden ist, 4701, sowie mit folgender Änderung, die sich daraus ergebende Fassung ist als Anlage beigefügt. Das ist das, was ich Ihnen jetzt nicht vorlesen brauche. In dritter Lesung anzunehmen. In § 1 wird die Angabe 39.914.642.900 € durch die Angabe 40.195.432.500 € ersetzt. Und diese Beschlussempfehlung ergeht mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen von SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Der Haushaltsausschuss empfiehlt Ihnen, dem Plenum zu den Einzelplänen folgende Beschlüsse zu fassen. Auch das entnehmen Sie bitte der Drucksache 4935 neu. Dann kommen wir zur Beschlussempfehlung zum Gesetz von CDU, Bündnis 90 Die Grünen zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes. Da lautet die Beschlussempfehlung, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Und das ist mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD bei Stimmenthaltung der AfD, Freien Demokraten und der LINKEN ergangen. Und last but not least, Drucksache 4936, das ist die Beschlussempfehlung, Bericht Haushaltsausschuss zum Antrag der Landesregierung zum Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2020 bis 2024. Hier lautet die Beschlussempfehlung, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Finanzplan zur Kenntnis zu nehmen. Das ist mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen von SPD, AfD, Freie Demokraten und der LINKEN ergangen. Vielen Dank auch für das Getränk. Danke schön. Herr Decker, vielen Dank für die Berichterstattung. In der dritten Lesung haben wir uns auf eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion verständigt und auch eine Rednerreihenfolge festgelegt. Ich darf zunächst Herrn Kaufmann von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ja, wir diskutieren und verabschieden heute hier im Plenum den Landeshaushalt für das Jahr 2021. Dies ist ganz ohne Zweifel ein wichtiges Datum für die hessische Politik, zumal in diesen Zeiten.
Wir leben, das ist ja schon ein paar Mal betont worden in den Debatten heute, aktuell und befürchteterweise auch auf mittlere Zukunft in einer Pandemie bislang unbekannter Dimension. Und viel Alltägliches ist nicht so, wie wir es gewohnt sind. Noch mehr Vertrautes und Geliebtes müssen wir zurzeit vermissen. Und wir wissen nicht, wann wir es wie zurückbekommen werden. Deshalb fragen viele Menschen, wann werde ich endlich geimpft werden können? Wann kann ich meine berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen, mein Geschäft öffnen? Wann kann ich reisen, mich mit Freunden treffen? Meine Damen und Herren, letztgültige Antworten gibt es auf all diese Fragen derzeit nicht. Wir müssen mit vielen Ungewissheiten leben. Und genau dies fordert von der Politik, dass wir für die Schaffung von möglichst weitgehender Stabilität sorgen, dass wir also einen Pfad durch die Krise markieren und dass wir einen Neustart vorbereiten. Meine Damen und Herren, mit dem Haushaltsentwurf der Koalition, den wir heute nach nur geringfügigen Ergänzungen verabschieden werden, folgen wir genau dem gerade geschilderten Auftrag. Trotz entscheidend veränderter Rahmenbedingungen halten wir Kurs. Weiterhin werden wir beherzt investieren und zugleich besonnen haushalten. Wir gestalten für unser Hessenland weiter den Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und Zusammenhalt, exakt so, wie der Titel des Koalitionsvertrags für diese Wahlperiode es angekündigt hat. Der Haushalt integriert erstmals das Sondervermögen nach dem Gute-Zukunfts-Sicherungsgesetz, welches wir im Sommer vergangenen Jahres geschaffen haben. Wie richtig, ja wie notwendig dieses Sondervermögen für Hessens gute Zukunft war und ist, belegt der Verlauf der Pandemie, Woche für Woche aufs Neue. Ich stelle fest, ohne Sondervermögen hätten wir mindestens noch zwei weitere Nachtragshaushalte im letzten Jahr im Hoppla-die-Hopp-Verfahren beschließen müssen und wären selbst dann nicht in der Lage, die zur Bewältigung der Krise so notwendigen Perspektiven verlässlich geben zu können. Betroffene Menschen ebenso wie die Wirtschaft und vor allem die Kommunen benötigen aber eine stabile Grundlage, weil sie verlässlich wissen müssen, wie sie disponieren können, um die ihre in der Krise ja gewachsenen Aufgaben auch finanziell zu bewältigen. Meine Damen und Herren, deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass immer mehr Betrachterinnen und Betrachter erkennen werden, dass wir hier in Hessen, wie ja auch in etlichen weiteren Bundesländern, mit dem Sondervermögen genau den richtigen Weg eingeschlagen haben. Spätestens, wenn die Betrachterinnen und Betrachter merken, wie sehr es auch sie selbst letztlich von diesem Kurs der Besonnenheit profitieren, wird das große Aha-Erlebnis kommen. Unser Ziel in der Koalition war und ist, trotz krisenbedingter Einbrüche bei den Finanzen unsere öffentliche Infrastruktur zu erhalten, unsere gesellschaftliche Entwicklung, z.B. bei Bildung und Kinderbetreuung oder auch bei der Digitalisierung, nicht auszubremsen, sondern fortzuführen und verstärkt Ziele anzugehen, die wir nach der allgemeinen Erkenntnis dringend verfolgen müssen. Als Wichtigstes aus unserer Sicht wären hier die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu nennen. Mit dem Haushalt 2021 verfolgen wir diese Ziele weiter. Unter den obwaltenden Bedingungen ist es, so meinen wir zumindest, ein sehr guter Kompromiss zwischen dem Wünschbaren und dem Leistbaren gelungen. Meine Damen und Herren, eine ganz besondere, auch außergewöhnliche Leistung ist in diesem Zusammenhang deshalb besonders hervorzuheben. Ich spreche von den gut 3 Milliarden € umfassenden Hilfspaket des Landes für die hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise, welches in seinem Teil für das Jahr 2021 im Haushalt und für die gesamte Periode bis einschließlich 2024 im Finanzplan dargestellt ist. Bis dahin wollen wir nicht nur die Pandemie besiegt, sondern auch ihre Folgen bewältigt haben, weshalb im Änderungsgesetz zum Hessischen Finanzausgleichsgesetz, welches wir ja auch mit aufgerufen und auch heute verabschieden wollen, für diesen Zeitraum der kommunale Finanzausgleich verabredungsgemäß verbindlich über Festbeträge gesteuert wird. Der weit überwiegende Anteil der den Kommunen zur Verfügung gestellten Mittel
fließt dadurch in die Schlüsselzuweisung. Das heißt, diese Beträge stärken die kommunale Selbstverwaltung durch erhöhte Dispositionsmöglichkeiten für Entscheidungen vor Ort. Ergänzt werden sie durch weitere zusätzliche Zuweisungen, speziell für den Bereich der Kinderbetreuung und der Bildung sowie für das Gesundheitswesen. Hervorheben möchte ich, dass dieses Corona-Hilfspaket des Landes im Konsens mit den hessischen Kommunen geschnürt wurde. Entsprechend positiv wurde es auch von deren Seite gewürdigt, und zwar völlig unabhängig von der jeweiligen parteipolitischen Sichtweise. Meine Damen und Herren, dies halte ich angesichts der in 40 Tagen bevorstehenden Kommunalwahl für eine bemerkenswerte Tatsache. Es ist zugleich eine Beurteilung, die eindeutig die immer wieder gerade auch in diesem Hause erhobenen Vorwürfe der Kommunalfeindlichkeit der Koalition aber sowas von widerlegt. Meine Damen und Herren, ich halte fest, die Koalition aus CDU und Grünen hier in Hessen zeigt mit diesem Haushalt 2021, dass sie ein verantwortungsbewusstes, planvolles, wohldurchdachtes Krisenmanagement im Rahmen der Regeln der Schuldenbremse betreibt. Wir sparen der Krise nicht hinterher, aber gleichermaßen schließen wir eine dauerhafte Kreditfinanzierung der jährlichen Ausgaben selbstverständlich verbindlich aus. Und dieses Verhalten entspricht exakt den Vorgaben von Artikel 141, insbesondere Absatz 4 der Hessischen Verfassung. Meine Damen und Herren, der Haushalt gibt, wie wir alle wissen, ein stets auch facettenreiches Bild des politischen Programms der jeweiligen Koalition wider. Schließlich unterlegt er die vorgesehenen Maßnahmen und Programme mit den notwendigen Finanzmitteln. Im Haushalt 2021 ist dies, wie ich Ihnen beschrieben habe, selbstverständlich genauso, auch wenn unter besonderer Berücksichtigung der vorherrschenden Pandemiebedingungen manches anders ist, als wir es vielleicht gewohnt sind. Da Demokratie vom Wettbewerb der Ideen und Programme lebt, will ich das aus dem Haushalt herausleuchtende grün-schwarze Mosaikbild in Kontrast stellen zu den Vorstellungen der hier im Hause vertretenen Konkurrenz. Ich vergleiche dazu die sich aus den Inhalten der Änderungsanträge der einzelnen Fraktionen ergebenden Skizzen, wie Sie Hessen jeweils im kommenden Jahr gern aussehen lassen möchten. Meine Damen und Herren, als Erstes schaue ich nach links außen. DIE LINKE möchte zusätzlich rund 4 Milliarden € in diesem Jahr für diverse, zum Teil durchaus wünschenswerte Dinge ausgeben. Sie will die Hessinnen und Hessen damit offensichtlich in ein sozialistisches Paradies locken, so etwas wie die neue Volksrepublik Hessen. Wir Grüne folgen da nicht, denn ein solcher Weg wäre in keiner Weise nachhaltig. Man erkennt leicht, sie bieten natürlich nur ein Pseudoparadies auf Pump, wie schon manch anderes Vorbild des real existierenden Sozialismus es auch war. Deswegen wäre mit Ihrem Modell die baldige Pleite unvermeidlich. Und wie seinerzeit auf einen Franz Josef, der Milliarden bringt, sollten Sie sich nicht verlassen. Linke Anträge bringen lediglich rote Zahlen, aber gewiss keine blühenden Landschaften nach Hessen. Meine Damen und Herren, schauen wir jetzt kurz nach rechts außen. Wer sich trotz Ekelreflex der Mühe macht, die Antragsbegründung der AfD-Anträge zum Haushalt zu lesen, stellt fest, man will Hessen im Jahr 2021 in der Geschichte um rund 200 Jahre zurückversetzen. Die AfD, und das ist nicht verwunderlich, verfolgt einen massiv reaktionären Ansatz. Mit altväterlicher Attitüde wollen sie uns ins Biedermeier versetzen. Sie wollen die Welt vernageln, uns gegen alles Fremde abschotten. Man könnte ja sonst womöglich seinen Horizont erweitern, das fürchten Sie. Sie streichen die Förderung von freiem Geist und freier Kunst. Kurzum, Sie wollen Hessen möglichst düster machen, um Platz für Ihre widerwärtige Ideologie zu bekommen. Eigentlich wollte ich es uns ersparen, aber lesen Sie einmal die Anträge nach, wo es um die Frage der Gleichstellung von Frauen geht, über Genderverfahren und Sonstiges. Da kann man sich wirklich nur voll Abscheu schütteln.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenden wir uns also jetzt den mittleren Parteienspektrum etwas näher zu. Auch bei diesen Fraktionen zeichnen die Änderungsanträge zum Haushalt ein charakteristisches Bild. Rechts von der Mitte irrlichtern die Freien Demokraten zwischen klassischer Klientelförderung und haushaltswirtschaftlichem Unverständnis hin und her. Das ist insoweit nichts Neues. Schade ist nur, finde ich, dass man bei der FDP so wenig reflektiert. Ich nehme ein Beispiel, Drucksache 19/4877. Da lesen wir mal wieder, ich zitiere, in finanziell angespannten Zeiten ist eine bestehende Rücklage aufzulösen, um die Nettokreditaufnahme zu begrenzen. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, obwohl selbst die FDP es schon mehrfach gehört haben müsste, ignoriert sie unverdrossen die Tatsache, dass es sich bei den Rücklagen um kamerale Rücklagen handelt, dass also eine Inanspruchnahme der Rücklagemittel eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe zwingend erfordert. Im Ergebnis fordern die Freien Demokraten also die Aufnahme neuer Schulden, nennen dies aber eine Begrenzung der Kreditaufnahme. Welch eine Begriffsverwirrung, kann man da nur sagen. Meine Damen und Herren, Sie erwarten es. Ich komme last but not least zur SPD und ihrer Hessenskizze, gezeichnet durch die Änderungsanträge. Da kann man sich als Regierungsfraktion nur freuen. Wir befinden uns bei Ihren Anträgen überwiegend schön im Metzgerladen und werden immer wieder mit der so beliebten Frage konfrontiert, darf es nicht ein bisschen mehr sein? Meine Damen und Herren, das heißt doch aber nichts anderes, dass die SPD so sieht, dass die Regierungspolitik in ihren Augen, das ist immerhin die größte Oppositionsfraktion, inhaltlich weitgehend völlig richtig ist und möglichst verstärkt fortgesetzt werden sollte. Da kann ich nur sagen, herzlichen Dank dafür. Ein Wermutstropfen ist natürlich auch dabei. Bedauerlicherweise stellt die SPD bei diesem völlig richtigen Politikbetrachten allerdings, das ja lautet, wir folgen inhaltlich der Regierungslinie, aber leider sich immer wieder selbst ein Bein. Sie verweigern nämlich die Zustimmung zu Vorhaben, die sie selbst fordern, nur deshalb, weil die Bezahlung von ihrer Meinung nach vom falschen Konto aus erfolgt. Merken Sie nicht, dass Sie dies niemandem mehr erklären können? Denn anstatt mitzuhelfen, die Pandemie zu beseitigen, streiten Sie über die Buchhaltung. Die weiter, und das kann man ja fast wöchentlich der Presse entnehmen, die weiter nach unten dümpelnden Umfrage der SPD sollten Sie eigentlich endlich aufwecken. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich komme zum Schluss, aber nicht ohne mich bei allen Menschen und in allen Funktionen zu bedanken, die an diesem Haushalt in einem Jahr besonderer Belastungen so erfolgreich mitgearbeitet haben. Herzlichen Dank dafür. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, hier in der Kanzlei, bei den Fraktionen und auch die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, die ja auch bei den Diskussionen intensiv eingeschaltet waren. Sie alle haben an dem Werk mitgeleistet und sind deshalb auch mit, wie ich hoffe, nachher diejenigen, die sich freuen können, dass wir diesen Haushalt verabschieden und damit das gemeinsame Werk heute vollenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion der SPD, Kollegin Nancy Faeser. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Kollege Kaufmann, ich staune immer wieder über diese herzliche, zugewandte Beurteilung der Politikbereiche aller anderen Fraktionen außer Ihrer eigenen. Ich habe mir die Mühe gemacht, während Sie gerade geredet haben, mal zu gucken, was schwarz-grünes Mosaik und Politik denn eigentlich meint. Ich bin da auf einen interessanten Blog gestoßen, der nennt sich Mosaik.
Da wird beschrieben, dass Politik von Schwarz-Grün so beurteilt wird, dass es grüner Anstrich ist, der zur türkisenen Politik führt und nichts bewirkt. Dem würde ich mich mal anschließen, meine Damen und Herren. Zeig mir deinen Haushalt, und ich sag dir, wer du bist. Das gilt in normalen Zeiten, das gilt aber besonders in der Krise. Und hier zeigt sich mit dem Brennglas, wer in der Krise wofür steht. Und für die hessische Sozialdemokratie kann ich das sehr klar sagen, im Gegensatz zu dem, was Herr Kaufmann gesagt hat. Wir stehen für einen starken Staat. Wir stehen dafür, dass keiner zurückgelassen wird, und schon gar nicht in der Krise, meine Damen und Herren. Und deshalb stehen wir auch nicht für ein Weiter-so und ein bisschen mehr, wie Sie gerade gesagt haben, sondern wir geben sehr konkrete Antworten mit unseren Haushaltsanträgen auf die Pandemie. Wir zeigen damit auch passgenau, dass ein Haushalt, ein originärer Haushalt, die richtige und ein Schattenhaushalt die völlig falsche Antwort auf eine Pandemie ist, meine Damen und Herren. Es ist nämlich sehr wohl möglich, genau diese Bereiche im Haushalt abzubilden und die besondere Unterstützung derzeit benötigen. Das werde ich jetzt auch sagen. Wir stehen für ein gerechtes, für ein weltoffenes Hessen, und wir setzen dabei in der Krise 6 Schwerpunkte, die Sie leider nicht setzen. Ich will das beim ersten Schwerpunkt gleich deutlich machen. Das ist nämlich die Gesundheit. Die Gesundheit muss doch in einer Pandemie an vorderster Stelle stehen, vor allem unsere Krankenhäuser. In der größten gesundheitlichen Krise unseres Landes ist es entscheidend, ihren Bestand und die Liquidität zu sichern. Starke Führung in einer Krise wäre es, wenn das Land die Kommunen dabei nicht alleine lassen würden. Jetzt gibt es ja immerhin Ihr Unterstützungsprogramm, Herr Kaufmann, was Sie angesprochen haben, von 3 Milliarden €. Das zeigt übrigens den Webfehler Ihres Schattenhaushaltes. Das führt nämlich dazu, dass wir jetzt in Haushaltsberatungen über die nächsten 3 Jahre reden müssen. Sie haben nämlich Investitionsgeld von 160 Millionen € für die Krankenhäuser für die nächsten 3 Jahre da reingelegt. Was heißt denn das? Was heißt denn das für den Haushalt? Heißt das, die 160 Millionen € werden jetzt gleich für Investitionskosten im Haushalt eingesetzt, oder werden die gedrittelt? Oder was passiert eigentlich damit? Das weiß man nicht. So, jetzt haben wir gesagt, okay, für die Investitionskosten ist Geld da. Aber für was kein Geld da ist, und das haben Sie gerade nicht berücksichtigt. Und deswegen ist das, was wir machen, etwas anderes, passgenaues. Wir wissen nämlich, dass seit November, seit die zweite Welle da ist, erhebliche Ausfälle in den Betriebskosten zu verzeichnen sind bei den hessischen Krankenhäusern. Bei den Betriebskosten, weil sie nämlich Stationen räumen mussten. Da zum Beispiel eine Geriatrie, damit eben eine Intensivstation mehr Kapazitäten hat, auch mit Pflegekräften. Und genau das tun Sie mit Ihrem Haushalt nicht. Sie helfen den Menschen vor Ort, da, wo jetzt dringend notwendige Hilfe wäre, überhaupt gar nicht. Aber die Sozialdemokratie hat eine Antwort auf diese Frage. Wir setzen passgenau, und zwar nur für dieses Jahr, weil wir wissen, dass wir eigentlich nicht für den Ausfall von Betriebskosten in Krankenhäusern zuständig sind, einmalig 60 Millionen € zur Verfügung. Das ist etwas völlig anderes. Darauf haben Sie alle keine Antwort. Insofern sind wir froh, dass wir das machen. Und ich will Ihnen noch einmal sagen, dass Ihr Kommunalpaket eben nicht die Lösung aller Probleme ist. Ja? Und, ich kann es schon kaum mehr hören, wie Sie sich da dauernd für feiern. Hessens Kommunen liegen mit ihrem kameralen Finanzierungssoldo unter den 13 Flächenländern nachweislich auf Platz 12, meine Damen und Herren. Also auf dem vorletzten Platz vor immerhin Schleswig-Holstein, reife Leistung. Und früher hieß es mal Hessen vorn, heute kämpft Schwarz-Grün mit Jamaika um den letzten Platz, meine Damen und Herren. Und jetzt sage ich Ihnen mal was zu dem Grundsatz bei der Krankenhausfinanzierung, was ich nicht in Ordnung finde. Und das ist auch das, was bei Ihnen nie abgebildet ist, nie. Auch nicht mit den neuen Zuschüssen über den Schattenhaushalt.
Wenn wir uns angucken, wer ist eigentlich zuständig für die Krankenhausfinanzierung in Hessen, dann ist es nämlich das Land. Und das kann man im Gesetz nachlesen. Das steht nämlich im hessischen Krankenhausfinanzierungsgesetz. Und da steht etwas drin, dass Sie verpflichtet sind, die überwiegende Anzahl der Investitionskosten für die Krankenhäuser zu übernehmen. Gesetzlich verpflichtet. Sie übernehmen aber nur, wenn man sich das anguckt, was tatsächlich an Landesgeld an die Krankenhäuser fließt, 18,4 Millionen pro Jahr. 18,4 Millionen. Das sind 20% aller Investitionskosten. Das ist viel zu wenig, und deswegen braucht es dort strukturelle Veränderungen, meine Damen und Herren. Strukturelle Verbesserungen. Nicht einfach ein Weiter-so. Und die 160 Millionen, die Sie jetzt zur Verfügung stellen, Herr Kaufmann, für die nächsten 3 Jahre, das sind 1,3% Ihres Schattenhaushaltes von 12.000 Millionen. Also ehrlich gesagt ist das sehr, sehr gering. Da sollten Sie wirklich noch einmal drüber nachdenken. Aus unserer Sicht setzen Sie dort die falschen Prioritäten, meine Damen und Herren. Weitere pandemieanfallenden Kosten ist vor allen Dingen die Stärkung des Gesundheitsdienstes. Das ist entscheidend in diesen Tagen. Wir haben in unseren Anträgen etwas drin, das haben Sie gar nicht, eine Ausweitung der Medizinstudienplätze, weil wir über eklatanten Ärztemangel in unserem Land reden. Also haben wir in Frankfurt, Gießen und Marburg an den medizinischen Hochschulen eine Verstärkung mit aufgenommen. Und ich sage es noch einmal, meine Damen und Herren, wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt, die Priorität eindeutig auf die Gesundheit zu legen, mitten in einer Pandemie. Danke schön. Und nicht erst, das ist der zweite Schwerpunkt, nicht erst in der Krise zeigt sich, dass Kinderbetreuung ein Megathema ist. Dringend erforderliche Investitionen. Sie haben auch in Ihrem Kommunalpaket etwas drin. Ich glaube, das kann erst der Beginn sein. Gemeinsam mit Mitteln des Bundes haben Sie dort Gelder vorgesehen. Ich glaube, dass die notwendigen Mittel sind jetzt bei 246 Millionen €. Der Investitionsbedarf liegt bei 1 Milliarde €. Ich glaube, da haben wir noch viel Luft nach oben. Wir sind da in der Tat einen kleinen Schritt weitergegangen als Sie. Da hätte man sich vielleicht auch mal darauf verständigen können. Ich glaube, das wäre ein gemeinsamer Punkt gewesen, den man hätte gehen können. Wir haben aber eine andere Priorität. Und Herr Kaufmann, da sind wir wieder ganz anders. Dazu haben Sie nämlich überhaupt nichts. Nämlich der Frage, wo ist denn der Grundsatz eines Landes gegenüber den Kommunen? Wir machen hier hohe Standards für Kinderbetreuung. Und ich will sagen, ich finde die ausdrücklich gut, dass man hohe Standards setzt. Aber wer bezahlt die denn dann? Dafür gibt es einen Verfassungsgrundsatz, der sagt, wer bestellt, bezahlt. Das machen Sie aber nicht, meine Damen und Herren. Und deshalb wollen wir an ein ganz grundsätzliches Thema bei der Kinderbetreuung ran. Wir wollen langfristig 2/3 der Betriebskosten für die hessischen Kindertagesstätten übernehmen. Und das wäre eine echte, nachhaltige Unterstützung für hochwertige, qualitative Betreuung, vor allen Dingen eine Entlastung der Kommunen in Hessen, meine Damen und Herren. Jetzt haben Sie in der Krise jetzt einen Teil der Gebühren, die ausfallen, weil die Eltern ihre Kinder nicht in die Kita bringen, haben Sie gesagt, übernehmen Sie aber nur die Hälfte. Warum eigentlich nur die Hälfte? In der letzten Hochphase der Pandemie haben Sie es komplett übernommen. Deswegen bitten wir Sie, auch hier das komplett zu übernehmen. Und bitte vergessen Sie die Schulkindbetreuung nicht. Auch die Kinder in der Schulkindbetreuung zahlen einen erheblichen Beitrag für die Betreuung. Das wird nicht übernommen. Und insofern fordern wir Sie da auf, die Familie mit dieser Last bitte nicht alleine zu lassen, meine Damen und Herren. Die Krise verlangt von uns allen viel ab, insbesondere für die Familien. Und ich habe ja der Debatte eben aufmerksam zugehört und hätte viel zur Schuldebatte wieder zu sagen. Ich hatte gestern schon die Gelegenheit dazu. Wir haben da offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht
den Punkt nachvollziehen können, dass Sie da auch Versäumnisse haben und sich mal hier hinstellen, die Größe haben, das auch einzugestehen, dass dieser digitale Fernunterricht die schlechteste aller Lösungen ist, meine Damen und Herren. Die schlechteste aller Lösungen und auch mal einzugestehen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, mit dem Wechselmodell früher anzufangen und vor allen Dingen den Sommer letztes Jahr zu nutzen, um Veränderungen herbeizuführen und den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern das Leben zu erleichtern. Das wäre der richtige Weg für Hessen gewesen. Und da Sie das nicht getan haben, setzen wir jetzt Mittel ein für den digitalen Fernunterricht, damit wenigstens mehr Geräte gekauft werden können und auch an den Anschlüssen etwas getan werden kann. Das ist eine der Hauptzukunftsaufgaben, meine Damen und Herren. Da bitten wir um Ihre Unterstützung. Der vierte Punkt geht rund um die Wirtschaft. Wir haben so sehr hier gerungen. Unsere Wirtschaftspolitiker, Herr Eckert an allererster Stelle, Herr Weiß hat es schon mehrfach gesagt, wir haben dafür geworben, dass wir für Solo-Selbstständige, für die Kulturschaffenden, die Schausteller, die so wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten, endlich eigene Unterstützungsprogramme auch seitens des Landes kommen. Und da kommt einfach nichts. Kinos. Ich hatte Ihnen das gestern ausgeführt, wie sehr die und groß die Verluste bei den Kinobetreibern sind. Und sie machen dort einfach nichts, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern. Jetzt fangen sie wieder an, in die Kultur einzusteigen. Was ist mit allen anderen? Was ist mit den Kulturschaffenden? Was ist mit den Schaustellern? Sie brauchen für die Solo-Selbstständigen Lösungen, damit die nicht ganz kaputt gehen und dort wieder weitermachen können. Auch dort haben wir umfangreiche Programme beantragt. Wir bitten um Ihre Unterstützung, meine Damen und Herren. Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns, Respekt vor denjenigen zu zeigen, die in der Krise Hartes geleistet haben. Und da steht die Polizei und Feuerwehr an vorderster Stelle. Und ich will das nur mal sagen, während der ganzen Pandemie haben die eine unglaublich großartige Leistung erbracht. Ich glaube, da hoffe zumindest, dass sich das Haus da einig ist. Und sie haben besondere Leistungen erbracht, insbesondere die Polizei und Feuerwehr rund um die Rodung des Dannenroder Forsts. Und jetzt haben Sie über Weihnachten auch noch einen Erlass bekommen, dass Sie bitte die Corona-Verstöße alle noch regulieren und kontrollieren sollen. Nicht mal da konnten Sie freie Tage nehmen. Nicht mal da, nach einem solch anstrengenden Jahr. Es reicht aber nicht aus, nur Dankeschön zu sagen. Wir wollen eine echte Wertschätzung entgegenbringen. Und deshalb wollen wir eine Corona-Prämie von 300 € für diese besonderen Berufsgruppen zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, der erste Jahrestag vor dem furchtbaren rechtsterroristischen Terrorakt von Hanau jährt sich in wenigen Tagen. Dazu hatten wir gestern eine würdevolle Gedenkveranstaltung, bei der die Opfer hier in unserem Haus waren. Das war gut, doch das reicht bei weitem nicht aus. Wir brauchen gesamtgesellschaftliche Antworten und mehr präventive Arbeit, damit so etwas nie wieder passiert. Deshalb haben wir auch Geld im Haushalt zur Verfügung gestellt für einen Lehrstuhl für Rassismusforschung und hoffen da auf Ihre Unterstützung. Das sind keine großen Summen. Und ich will eins ansprechen, was mir sehr am Herzen liegt und wo der Haushalt eben nicht endgültige Antworten gibt. Das ist der Opferentschädigungsfonds. Der Opferentschädigungsfonds ist im Moment so aufgelegt, dass er für viele Straftaten für Opfer zur Verfügung gestellt wird. Das ist auch okay. Das haben wir auch schon lange beantragt. Die Kollegin Hoffmann war da immer führend. Deswegen sind wir diesen Weg auch sehr gerne mitgegangen. Wir hätten uns allerdings gewünscht, dass er mehr auf Rechtsterrorismus, rassistische Straftaten konzentriert wird. Da das nicht der Fall ist, haben wir nach wie vor unsere Bürgerstiftung, die wir schon seit, ich glaube, der Kollege Rudolph hat schon vor 2 Jahren mitgefordert, seit 2 Jahren hier fordern, dass es eine Bürgerstiftung gibt, die speziell für die Opfer von rechter Gewalt, und das ist das Hauptproblem im Moment, Entschädigungsleistungen zur Verfügung stellt, aber darüber hinaus wichtige Bildungsaufgaben und gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernimmt in der Zusammenführung auch der Arbeit von Zivilgesellschaft. Da bitten wir dringend um Ihre Unterstützung. Das wäre auch etwas, was die Opfer von Hanau dieser Tage verdient hätten, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Hessen kann mehr, Hessen kann es besser. Und Herr Al-Wazir hat vorhin hier von vorne gesagt,
wie war die Formulierung? Ich muss gerade noch einmal gucken. Ich hatte sie mir aufgeschrieben, dass man auch einmal konstruktiv sein soll und Anträgen der Regierung zustimmt. Wieso gilt das eigentlich nicht umgekehrt, Herr Al-Wazir? Ja. Wieso gilt das eigentlich nicht für die über 100 Anträge der Sozialdemokratie? Warum gilt das nicht für unseren Antrag von wirklich wenigen Mitteln, von 100.000 € für die hessischen Tafeln, die wirklich ein sehr schweres Jahr hatten? Warum können Sie nicht über Ihren Schatten springen und mal einem Oppositionsantrag zustimmen, meine Damen und Herren? Warum haben Sie diese Größe nicht? Ich hätte noch einen wichtigen Punkt zum Abschluss, wo ich denke, dass man überparteilich zustimmen müsste, gerade in diesem Jahr, wo viele Frauen unter noch mehr Gewalt, auch häusliche Gewalt, leiden mussten, weil eben enge Wohnverhältnisse vorherrschten in der Krise, in der Pandemie, wo man nicht raus konnte, wo Homeoffice war, keine Arbeitsplätze. Da hätte man doch auch mal über den Schatten springen können, die Gelder für die Frauenhäuser zu erhöhen, meine Damen und Herren. Auch das finde ich nicht in Ordnung, dass Sie da nicht mitgehen. Wir haben Ihnen sehr konkret aufgezeigt, wo unsere Antworten in der Pandemie liegen. Wir haben unsere Themen, die wir immer verantworten, die völlig anders sind als die der Landesregierung, nämlich das A13 für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, dem Wohnungsbauförderung, der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, unser Mindestlohn von 13 €, die Aufwertung der Arbeit der Polizei bezüglich der Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen. All das ist nach wie vor in unseren Haushaltsanträgen enthalten. Zeig mir deinen Haushalt, ich sage dir, wer du bist. Wir zeigen, dass sich die Menschen in Hessen auf die Sozialdemokratie jedenfalls verlassen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Faeser.